Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute natürlich alles rund um Dominik Stuckmann, der das Promi Big Brother Haus gestern verlassen hat. Wir haben mitbekommen, er war gegen Peter nominiert und er hat die wenigeren Stimmen erreicht. Schade, schade. Wir sprechen drüber. Ich zeige euch das erste Interview direkt nach dem Auszug und wir gucken uns natürlich auch nochmal die Persona des Bachelors mal an, meine Lieben. Das solltet ihr auf gar keinen Fall passen. Und was ihr auch nicht verpassen solltet, mein Livestream von gestern, der ist hier oben auch einmal für euch verlinkt, auch unter dem Video. Schaut gerne vorbei. War wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben über sehr vieles gesprochen und vielleicht ist das genau das Richtige für euch. Und was bestimmt genau das Richtige für euch ist, ist dieser kleine, sympathische YouTube-Kanal mit der besten Community. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und wenn du sagst, Mensch, du möchtest gerne zur kleinen Trash-Familie gehören, dann abonniere gerne kostenlos diesen Kanal. Und wir wachsen noch viel weiter, meine Lieben. Und natürlich vom Herzen einen schönen ersten Advent. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Für wen? Für wen gestern die Kerze leider ausging, war Dominik Stuckmann. Ich habe so ein bisschen schon so diese Schwiegertochter gesucht, Moderation, ja. Das bringt wahrscheinlich diese Berichterstattung mit sich. Für Dominik Stuckmann ging die Kerze aus. Er musste das Promi Big Brother Haus verlassen. Ich habe für euch als erstes jetzt mal das Interview, welches quasi direkt noch am Ausgang gemacht wurde. Und da zeigt sich Dominik anders als viele anderen Exit-Kandidaten. Er hat Tränen in den Augen und es scheint ihm alles sehr, sehr nahe zu gehen, aber er freut sich trotzdem draußen zu sein. Ich zeige euch mal das Video vorher frei. Die Zeit bei Promi Big Brother war wirklich emotional. Es waren hoch und tief und das jeden Tag. Wir haben so viel Zeit gehabt, auch über uns selber nachzudenken. Ich habe super viel reflektiert und ja, freue mich auf meine Freundin jetzt. Ich gehe jetzt erstmal wahrscheinlich in die Late-Night-Show und danach hoffe ich, dass ich Anna treffe und wir gehen zusammen Döner essen. Ich habe so Hunger. Den Sieg am meisten gönne ich aktuell der Jelis. Sie war jetzt zum Schluss auch noch die starke Schulter an meiner Seite, nachdem super viele mich verlassen hatten, mit denen ich sehr enge war. Deswegen war sie, die bei mir an der Seite war und deswegen Jelis. Ja, für Drama ist auf jeden Fall, glaube ich, immer der Matthias ganz gut. Aber auch die Lara, die hat's auch faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, die beiden geben sich nicht viel. Ich glaube, es wird noch knallen. Danke für all diejenigen, die diese Reise mit mir verfolgt haben. Und ja, ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Ich bin mir immer selber treu geblieben und freue mich jetzt einfach auf den Döner. Was für ein sympathischer junger Mann, oder? Also wir werden heute natürlich auch über meine Einschätzung sprechen. Ich habe eine Menge zu Dominik Stuckmann zu sagen, weil ich mich auch hier in ihm, glaube ich, ein bisschen getäuscht habe. Reden wir drüber. Als erstes gucken wir aber rein, was hat denn Dominik Stuckmann eigentlich alles gemacht? Woher kennt man ihn denn überhaupt, dass er bei Promi Big Brother teilnimmt? Und da habe ich für euch natürlich hier alles aus Join einmal zusammengesucht. Und ja, es ist nicht viel, ne? Das muss man einfach mit dazu sagen. Dominik Stuckmann, 1992 geboren. 2019 ein Gründer, hat quasi hier ein eigenes Unternehmen gegründet. Und dann 2022 nahm er beim Bachelor teil, wo er denn dann quasi seine Freundin Anna kennenlernte, mit der er noch heute zusammen ist. Fertig. Das ist seine Vita. Und hier muss ich der Fairness halber auch sagen, und das habe ich ja auch schon bei anderen Promis bemängelt, die ja als Promis deklariert werden, das ist für mich jetzt auch keine Vita eines Promis, ja. Das ist jetzt wirklich der Start einer Promi-Karriere, so würde ich das eher formulieren. Da haben wir aber ganz andere Kandidaten, die aus meiner Sicht mehr als Promi zählen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht, sagen, um Dominik abzuwerten, denn er hat mich viel mehr überrascht als so ein manch anderer Promi mit seiner wirklich unverdorbenen Art, die ich gefühlt habe. Ansonsten haben wir, darüber sprechen wir gleich in meiner Auswertung, ansonsten haben wir hier so ein paar Highlights von Dominik gesammelt, was er so im Promi Big Brother Haus so erlebt hat. Da war natürlich einiges dabei, Gespräche mit Jürgen noch zu Beginn, wir haben verschiedene Gespräche mit Marco, also Dominik war eigentlich, und das fand ich bei ihm sehr sympathisch, er war eigentlich überall dabei, hat so ein bisschen zum Sport motiviert, hier, das können wir quasi hier noch sehen, also er war schon immer irgendwie mit dabei, hat versucht Missverständnisse aufzuklären und hat irgendwie sich immer so ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, das Schlimmste für ihn war der Stillstand im Container, ich glaube, das war für ihn ganz, ganz furchtbar, aber ansonsten
ansonsten hat er sich aus meiner Sicht hier relativ gut geschlagen. Wir haben Dominik ja wirklich sehr, sehr oft emotional gesehen. Und dann war es jetzt gestern für ihn vorbei. Zugegeben, ich war mir gestern nicht sicher, ob Dominik gegen Peter standhält. Peter hat natürlich auch eine gewisse Community und durch den Fahrtwind von Iris Klein, als sie meinte, sie hofft jetzt auch, dass Peter das Ding rocken wird, hat er natürlich auch nochmal ordentlich an, ja, sagen wir mal, an Stimmen gewonnen. So vermute ich es zumindest. Und Dominik war in der Vergangenheit immer mal wieder mit nominiert und da zeigte sich das auch immer mal wieder, dass er auch zum Beispiel, glaube ich, als er jetzt zusammen mit Philo, ja, dem Zauberer, nominiert war, dass es immer schon irgendwie knapp für ihn war. Jetzt hat es nicht gereicht und Dominik ist draußen. Aber trotzdem ist Dominik für mich kein Verlierer. Ganz im Gegenteil, Dominik ist für mich ein richtiger Gewinner. Und ich sage euch auch meine persönliche Meinung, warum. Dominik hat es wirklich geschafft, diesen Bachelor-Ruf von sich wegzubekommen. Ne? Ich habe so das Gefühl, so die ganzen Bachelor im TV sind irgendwie alles top gestylte Typen, die eigentlich für die Rose performen können, aber darüber hinaus nicht so wirklich irgendwie was reißen im TV. Ja? Und bei Dominik war das irgendwie anders, weil Dominik hatte ich von Anfang an auch so ein Gefühl, wieder so ein Bachelor, der wird eh relativ schnell rausfliegen, aber, und dann ist das passiert, was mich gewundert hat, er hat sich so menschlich, so verletzbar gezeigt, dass er mir wirklich relativ schnell zu Beginn schon sympathisch wurde. Und das einfach, weil wir ihn beobachten konnten, wie er vermutlich ist. Er hat sich in sämtliche Gespräche hineingeworfen, hat sich offen gezeigt, hat sich als Tröster gezeigt, hat sich als Freund gezeigt und hat sich vor allen Dingen auch als sportlichen Teamplayer gezeigt. Alles viele, viele Gewinnereigenschaften, die er gezeigt hat. Er hat das einzige Problem gehabt, nicht die größte Community. Ähnlich wie bei Manuela. Auch Manuela habe ich ja wirklich sehr gelobt bei ihrem Auszug. Und in eine selbe Kategorie würde ich auch bei Dominik ihn einordnen. Jo, bei ihm hat es einfach nicht an seinen Qualitäten gelegen, sondern einfach an seiner noch fehlenden Community, die in den nächsten Jahren durchaus wachsen könnte. Und dann wäre Promi Big Brother auch für ihn eher sinnvoller. Ansonsten, wie ich das schon gesagt habe, Dominik zeigte sich im Container wirklich von einer sehr, sehr freundlichen Art und Weise. Ich selber habe ihn eigentlich nie irgendwie mal lästern erlebt. Natürlich hat er als Gesprächspartner gedient, wenn sich jetzt zum Beispiel Peter ihm mal anvertraut hat oder wenn sich, keine Ahnung, die Lara mal anvertraut hat. Aber er war aus meiner Sicht wirklich ein gewisser Ruhepol, vielleicht so ein bisschen die neutrale Schweiz im Container und hat versucht, immer so ein bisschen zu moderieren. So war zumindest mein Eindruck. Was ich hier auch ganz stark fand, war die ganze Geschichte rund ums Coming-out von Marco. Da war ja nicht nur Manuela an der Seite von Marco, da war ja auch Matthias natürlich, aber auch Dominik an der Seite und hat ihn da auch relativ schnell in den Arm genommen und ihm das Gefühl zu gegeben, dass er genau richtig ist, wie er ist. Und das habe ich auch bei Dominik gesehen, was ich echt toll fand. Und Dominik hat sehr viele Spiele mitgespielt und hat dort auch immer sein Bestes gegeben. Auch eine Eigenschaft, die ich wirklich gut fand. Es gab einmal eine Situation, da hat er Partei ergriffen, das ist jetzt gar nicht so lange her, einige Tage, da hat er quasi Matthias Parole geboten, hat gesagt, du, es reicht jetzt, jetzt hör auf, hier weiter auf, ich glaube, Jillis war das zu dem Zeitpunkt, Jillis einzudreschen, und das wurde ihm denn auch zum Verhängnis, weil Matthias ist ein Strippenzieher und der hat natürlich dieses in die andere Bewohner so ein bisschen eingepflanzt, dass Dominik hier ein schlechtes Spiel spielt, hat so Misstrauen bei Marco gesehen. Wir haben Marcos Interview gehört, als er gesagt hat, er vertraut Dominik nicht mehr so. Er hat das wirklich geschafft bei einigen und das war dann wohl auch der Grund, dass er die Stimmen gesammelt hat. Hier kann man, bin ich der Meinung, schon so ein bisschen die Schuld bei Matthias suchen, der einfach mit Dominik denn nicht mehr zufrieden war. Interessant wäre es gewesen, was passiert wäre, wenn Dominik und Matthias gegeneinander angetreten wäre im Zuschauervoting. Ich hätte mir vorgestellt, dass hier viele für Dominik anrufen, weil Dominik aus meiner persönlichen Sicht wirklich ein Sympathieträger der Staffel war und ich es auch ein bisschen schade finde, dass er jetzt raus ist. Für mich hätte es Dominik definitiv aufgrund der persönlichen Entwicklung im Promi Big Brother Container verdient, im Finale zu stehen. Aus meiner persönlichen Sicht. Hätte aus meiner Sicht es mehr verdient als manch anderer, der jetzt oder die jetzt schon so weit gekommen ist. Ansonsten gibt es natürlich jetzt sehr viel Presserummel um Dominik. Ne? Es gab ja immer mal so kleine Anzeichen, dass irgendwie was mit seiner Freundin Anna nicht so richtig stimmte vor dem Einzug, dass man hier vielleicht schon sogar über das Wort Trennung mal nachdachte. Ganz genau ist er dann nicht gewonnen, er ist nicht konkret gewonnen. Was ich aber auch gut fand, nämlich nicht, dass er über Menschen im Container gesprochen hat, die sich dazu nicht äußern
können, unter anderem auch seine Freundin. Natürlich, warme Worte hatte er immer mal wieder zu seiner Freundin, das ist ja auch völlig normal. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er diese Bühne genutzt hat, um über irgendwelche anderen außenstehenden Menschen herzuziehen oder zu lästern. Eine weitere Eigenschaft, die ich bei ihm wirklich sehr gut fand und hier auch begrüßen kann. Für Dominik hat es leider nicht gereicht, er hat keine Rose bekommen und musste nun Promi Big Brother verlassen. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie es heute Abend weitergeht. Natürlich auch, wie Matthias sich jetzt verhält. Durch seinen geschützten Exit wird er natürlich jetzt nochmal richtig Gas geben und vielleicht wird er sich jetzt nun doch ein bisschen verlieren. Vor allen Dingen auch dieses kleine gute Image, was er über einige Folgen sich aufgebaut hat, könnte jetzt wieder wegfallen. Ich wünsche Dominik auf jeden Fall, meine Worte direkt an Dominik, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für dein weiteres TV-Geschäft. Ähnlich wie bei Manuela sehe ich dich nicht im Reality-TV, sehe ich dich nicht im Trash-Bereich, da sehe ich dich wirklich lieber bei etwas anspruchsvolleren Formaten. Zum Beispiel würde ich dich auch gerne bei Die Verräter sehen. Ihr merkt, ich mache richtig Werbung für Die Verräter. Da könnte ich mir Dominik vorstellen, dass er dort eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Aber all diese Trash-Formate bitte nicht. Und lieber Dominik, wenn du irgendwann mal das Angebot kriegen solltest, ins Sommerhaus der Stars mit deiner Freundin einzuziehen, lehne es ab. Das kann ich dir einfach nur mit auf dem Weg gehen, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch aber einen wundervollen ersten Advent. Wir sehen uns wieder, nämlich um 14 Uhr mit einem weiteren Video. Und da schauen wir auch noch mal hinter die Kulissen. Da sind einige interessante Dinge passiert. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ich sage erstmal Tschüss. Den Katzenreporter, der hat ein bisschen Hunger, der kriegt jetzt was zu fressen. Und wir sehen uns später. Ciao.